ich habe echt eine Panik vor denen. Also, weil der Spieler ist so... so squishy. Der geht so leicht kaputt. Du, da. Was haben wir nicht? Wir haben kein Eisen mehr. Gut. Okay, lass es einfach. Lass es einfach, ist okay. Bevor ich jetzt gleich nochmal losziehe, setze ich jetzt die Dinger um. Bitte erforsch 150 schon mal davon. Mauern habe ich noch mehr als genug. Können wir auch bald auf Sand umsteigen. Ich wollte mir Eisen klauen. So, Kupfer habe ich noch einigermaßen. Kann ich mir trotzdem mal ein Stack schnappen und das auffüllen. So. Power Armor wird erforscht. Repair Packs. Ja, was brauchen wir für die Repair Packs? Wir brauchen grüne Chips und Eisenzahnräder. Oh, warte mal, wir haben jetzt diese Gussdinger erforscht gehabt, ne? Ich glaube schon. Ja, haben wir. Okay, gib mir mal bitte eine Zentrifuge. Dann gehen wir zwischen die Kupfer- und die Eisentanks. Und spielen mal ein bisschen rum, wie schnell das geht. Einfach hier irgendwo hin. Dann kommen wir da hin. Ach, die Zentrifuge hat dafür gar kein Rezept. Okay. Achso, die Forge wird es dann sein. Hm? Was? Forge hat dafür auch kein Rezept? Ich habe das doch erforscht, oder? Ja, wird hier nicht aufgeführt. Wir können Shotgun Shells gießen. Schick. Aber nee, ich suche 4. Da ist 4. Ja, wir können es gießen. Wo? Advanced Certificate. Circuit Presser. Oh, wir brauchen jetzt eine... Okay, das könnte interessant werden. Wir brauchen jetzt eine Fabrik. Damit müssen wir eine Gussform herstellen. Die Gussform braucht wahrscheinlich dieses Lehm. Stellen wir eine normale davon her. Die Gussform braucht Lehm, dafür brauchen wir Sand, dafür brauchen wir Wasser. Okay. Okay, okay. Wo wird gerade Sand hergestellt? Hier unten, ne? So, Kisten prüfen zwischendurch. Ja, das staut sich langsam. Aber ist okay, ist okay. Sand. Sand ist noch völlig in Ordnung. 5000 geht das hoch. Kri. Mach bitte eine Fabrik mal hier hin. Du stellst bitte her. Glas, Rubber, Sandbag, nein. Clay. Du nimmst bitte von da unten Sand. Du bekommst von da drüben Wasser. Und wir machen das hier verschwenderisch mit denen, damit ich hier noch durchgehen kann. Genau. So, du stellst jetzt Clay her. Tust das Ganze bitte in eine ganz normale Eiskiste. So, und die beschränken wir erstmal auf 2 Stacks. So, gib mal das da. Kann ich diese Gussform auch hier herstellen? Nein, muss in einer Fabrik sein. Muss sogar eine blaue sein. Kann kein niedrigstufigeres sein. Was? Wir brauchen, um einen Circuit Presser herzustellen, eine Circuit Mold. Ach so, das hier oben sind Gussformen und das da sind Fabriken, die mit der Gussform arbeiten. Das sind nochmal alles extra Maschinen. Sehr interessant, okay. Das. Wir brauchen mehr. Achso, ein Laserturm fehlt. Ja, gleich, später. Na komm, 3, okay. Das wird hergestellt. Bist du eine Logistikkiste? Ja, bist du. Ist vollgemüllt mit Zeug, du musst eine Logistikkiste sein. Mach mal bitte nur ein Laserturm, damit es nicht so lange dauert. Genau.
Also ja, das ist, klingt soweit interessant. Ich hoffe nur echt, dass das Ding schnell ist. Irgendwie bezweifle ich es, aber es wäre echt schick, wenn es schnell wäre. Du da rein. So, Gussformzeug. Bau dich. Ja, stellt jetzt eine billige Fabrik her, um eine bessere Fabrik herzustellen, um die Gussfabrik herzustellen. Das ist echt ein Hammer, wie viel Zeug der Mod einfügt. Power Armor fertig, sehr schön. Was ist mit Power Armor MK2? Die MK2 braucht die Dreier-Module, die wir fast schon herstellen können. Braucht 50 Alien-Artefakte. Wenn wir noch ein bisschen rumfahren, könnten wir die Einer-Rüstung überspringen. Vor allem brauchen wir für die Zweier-Rüstung nicht die Einer-Rüstung. Ich weiß nicht. Weil jetzt die 100 blauen Chips zu verballern für eine Rüstung, die wir dann in 4 Folgen später ersetzen, fände ich ehrlich gesagt nicht so schön. Ich glaube, die Entscheidung schiebe ich erstmal auf. Erstmal mache ich jetzt wieder irgendwas, was nur grüne und rote braucht. Gun Turrets, nein. Lab Efficiency, das klingt doch gut. Mach das. Und dann kümmere ich mich hier rum. Und dann heize ich, sobald es hell wird, wieder mit dem Buggy rum, um zu gucken, wie realistisch das ist, dass wir jetzt noch wirklich viele Alien-Artefakte bekommen. Momentan schaut es ja gut aus, aber wer weiß, wann die wieder mutieren. So, du bist jetzt ein ganz neues Ding. Ganz neues Ding, komm jetzt mal da oben hin. Ja, hier ist auch eine gute Stelle dafür. Und dann könnten wir gleich die grünen Chips hier wegtransportieren. Naja, gucken wir mal. Erstmal will ich ja eh nur testen, wie schnell das Ding ist. So, du stellst bitte her grüne Chips. Dafür brauchst du Kupfer und Eisen. Das ist nicht so aufgebaut, wie ich es eigentlich gerne hätte, aber gut. Da. Das geht nicht. Ein Rohr, bitte. Danke. Es ist okay. Crafting Speed 1. Die Dinger da hinten haben Crafting Speed... Okay, 3,25, aber nur wegen den Modulen. Die normalen haben, glaube ich, 1,25. Das heißt, das Ding ist ein bisschen langsamer. Aber wenn ich da jetzt überall die hier reinhaue, geht das auch ganz gut ab. Das Befüllen ist problematisch. Weil das Befüllen ist Norden und Süden ist Kupfer und Osten und Westen ist Eisen. Wenn das oben Kupfer, unten Eisen wäre, wäre das wesentlich einfacher, daraus eine ordentliche Fabrik hinzubekommen. Weil wenn wir jetzt davon mehrere hintereinander setzen würden, wo kommt denn das Fließband hin? Naja, hier unten könnten wir es hinpacken. Muss ich mir überlegen. Also ja, es scheint gut zu funktionieren. Fraglich ist halt nur, wie massentauglich das ist. Wir könnten das Ganze jetzt aber auch mal umstellen. Das erstmal ausmachen. Und umstellen auf das da. Oder sogar das da. Das ist echt irre praktisch. Ich glaube, ich mache hier die Roboterversorgung. Also wir machen jetzt hier eine Fabrik für grün, eine Fabrik für rot, eine Fabrik für blau. Und die legen das Zeug direkt in Bitcoin-Kisten, damit die Roboter das hier abholen können. Haben wir hier einen Anschluss? Ich denke nicht. Gerade wird's. Ne, kein Anschluss. Hier muss unbedingt noch ein Turm hin. Wir haben keinen, ne? Ne, Mist. Und wir haben keinen Stahl dafür. Aber ja, das klingt gut. Dass wir
Oder wir gießen es da direkt. Erstmal nehme ich dich wieder mit. Es war ein schönes Experiment. Danke an alle Beteiligten. Ah, das ist nicht sehr viel flüssiges Kupfer hier. Aber nein, nicht schon wieder optimieren bei Kupfer. Da komme ich niemals hinterher. Ich gucke jetzt reingefühlt, ob ich das hier ersetzen könnte durch zwei von diesen Circuit Pressern. Also es wäre ein 2x2 Block. Machen wir doch einfach mal, tun wir mal so, als wenn das hier der 2x2 Block da wäre. Wir nehmen also einen davon, hauen den dahin, denn wir meinetwegen oben und unten Eisen. Und da Kupfer. Und dann nehmen wir eine andere Fabrik. Also es ist das gleiche, ne? Tun wir mal so. Das heißt, hier wäre Eisen, Eisen. Und dann machen wir hier das genau andersrum. Hier ist Ost-West-Eisen. Hier ist Nord-Süd-Eisen. Das heißt, wir machen dann hier einen Endpunkt für Eisen. Das geht einmal nach da. Und wir machen hier einen Endpunkt für Kupfer. Das geht einmal nach da. Schon haben beide sowohl Eisen als auch Kupfer. Und wir können das Ganze einfach durch ultralange Rohre vom Osten machen. Wir können das quasi direkt da anschließen. Ja. Das spricht nichts gegen, was ich sehen könnte. Es wird, obwohl die Maschine selber langsamer ist, wird das Ganze trotzdem schneller funktionieren. Wir haben nicht diesen umständlichen Umgang mit zigtausend Ärmchen. Und es ist auch noch kosteneffektiver. Weil das weniger Ressourcen braucht. Schiebt die Entscheidung auf, ne? Ja. Erforscht mal das da, weil wir das brauchen für die... Oh. Ja, die MK2-Rüstung hat sich gerade aus dem Spiel gekickt, weil ich habe das verwechselt. Wir brauchen für die MK3-Rüstung die Module hier. Und die brauchen jeweils 300 Alien-Artefakte. 300 Alien-Packs. Also sowohl blau als auch grün. Wären also 60 Alien-Artefakte nur für die Speed-Module und die Effektivitätsmodule. Und dann nochmal die Alien-Artefakte für die Rüstung selber, 50 Stück. Und nochmal 15 dafür. Also sind wir schon über 100 Alien-Artefakte. Und das dauert viel zu lange. Bis dahin werden wir stärkere Beißer haben und der Trick mit dem Auto wird nicht funktionieren. Also, Zukunft liegt momentan in der MK1-Rüstung. Für die MK1-Rüstung brauchen wir den Portable Fusion Reactor. Der wird jetzt erforscht und dann auch demnächst gebaut. Research. So, jetzt nächstes Ziel in der nächsten Folge. Das Ding komplett... Irgendwas läuft hier tierisch schief. Kommt kein Kupfer an. Nee. Okay, ich muss mich doch um das Kupferproblem kümmern, das ich eben gerade angesprochen habe. Das heißt, nächste Folge kümmern wir uns das Kupferproblem. Wahrscheinlich müssen wir da draußen Kupfer hernehmen, weil hier unten das alles langsam leer wird. Das heißt, wir holen das Kupfer, schmelzen das Kupfer ein, dann läuft das hier alles so weiter erstmal. Und sobald ich mit der Kupferoptimierung mal wieder fertig bin, reißen wir hier alles ab und ersetzen das durch zwei Flüssigkeitsdinger. Ja. Theoretisch könnten wir das denn hier auch gießen, aber hier ist noch ein bisschen weniger Platz. Muss ich gucken, ob ich das auch noch ersetze. Also ja, das ist dann für die nächste Folge angedacht. Kupfer und Chip gießen. Und danach sollten wir uns um die automatische Roboterkonstruktion kümmern und die automatische Repair-Pack-Konstruktion. Also bis gleich.